Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir uns die Fairy Box aus dem Monat Juni an. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Fairy Box ist eine tierversuchsfreie Naturkosmetikbox, wo wir 4 bis 6 Beauty-Produkte im Wert von mindestens 50 Euro drin haben. Die kostet 19,90 € pro Box und pro Monat zuzüglich Versand. Und ich bekomme sie in der Kooperation zugestellt, um sie vorstellen zu können. Also vielen, vielen Dank an das Fairy-Boxen-Team. Und ich würde sagen, wir werfen mal einen Blick hinein. Wobei wir haben mittlerweile ein Motto. Und das lesen wir uns mal durch, was die Boxenpacker sich beim Boxenpacken gedacht haben. Juni. Der Sommer kann kommen. Alto Belli, der Sommer ist da. Es sind 30 Grad, ne? Eigentlich fühlt man sich ja schon wie im Sommer. Kalendarisch beginnt dieser aber erst mit der Sonnenwende. Am 21. Juni erreicht die Sonne ihren höchsten Stand. Aber an keinem anderen Tag im Jahr erhält die Sonne die Nordhalbkugel so lange und beschert uns damit den längsten Tag des Jahres. Und so bleibt hoffentlich auch für dich genug Zeit, um die wundervollen sommerlichen Produkte dieser Fairy Box ausgiebig kennenzulernen. Da bin ich gespannt. Es wird hochgestapelt, ne? ja, dann mache ich immer so dieses Ding hier einmal ab. Das ist die Produktkarte, wo die Produkte aufgeführt sind. Auch mit den Preisen natürlich. Und ja, so schaut das immer aus, wenn man die Box öffnet. Denn wir haben hier diese Maisflips auch mit dabei, die ich auch immer weiterverwende. Das ist super Verpackungsfüllmaterial. Und ich ja, muss das eben mal kurz hier auf meinem Tisch auskippen. Ja, die Hälfte ging daneben. Das ist ja super, Claudi. Mensch, Mensch, Mensch. Okay, also, als erstes, haben wir von Urte Cram Startover Moisturizing Body Lotion Sweet Ginger Flower. Wow, das ist ein Originalprodukt. Es hat einen Pumpspender, was ich persönlich immer richtig gut finde. Ingwer. Ingwer im Sommer, Leute. Ist für mich jetzt ehrlich gesagt kein Sommerduft. Das ist für mich eher so ein Duft, den ich in Richtung Winter einordne. Aber das ist auch halt einfach Geschmackssache, ne? Also eine Freundin von mir liebt zum Beispiel diesen Rosenduft, Wild Rose, bla 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 hiervon. Und ja, freut sich immer, wenn ich was von Urte kam und dem Rosenduft habe. Das packe ich für sie dann gerne zur Seite. Und ja, aber eine Bodylotion mit Pumpspender ist per se super. Bodylotion können wir auch super gut gebrauchen. Einfach so nach dem Sonnenbaden oder nachdem man draußen war, um die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen. Aber wie gesagt, der Duft ist jetzt nicht so unbedingt meins. Dann haben wir was von Bergland hier drin. Das hatten wir auch schon öfters in Boxen drin enthalten. Reinigungsfluid, Beauty Aging. Das finde ich gut mit Hyaluron und das ist probiotisch. Brennnessel und Matcha ist da drin. 50 Milliliter. Ja, und Gesichtsreinigung super wichtig, ne? Also wenn du über Tag immer wieder Lichtschutzfaktor im Gesicht aufträgst, musst du den natürlich abends auch wieder runterwaschen. Das ist sehr, sehr wichtig fürs Gesicht. Ja. Ne? Kann man gut gebrauchen. Harmonisierende Reinigung mit 5-fach Wirkkomplex aus probiotischem Lactoferment, Brennnessel und Matcha, nährendem Leinsamenextrakt sowie natürlicher Hyaluronsäure. Beauty Aging Pflegegrundlage für eine Haut in Balance. Hört sich wirklich gut an. Ja, würde ich beim Double Cleansing als zweiten Schritt verwenden. Also erst quasi das Make-up runternehmen und dann das Gesicht reinigen. Voll außer Puste die ganze Zeit, während ich hier Filme drehe. Es tut mir unfassbar leid, dass ich hier so irgendwie total abgehetzt rüberkomme. Aber es ist hier oben halt wirklich, wirklich warm. Und ja, aber trotzdem drehe ich super gerne Videos für euch, ne? Das ist natürlich auch eine ganz schöne Sache. Und ja, finde ich aber total cool, dass wir Gesichtsreinigung drin haben, weil es wichtig ist. Das ist sinnvoll, aber ich verwende sowas nicht so gerne in der Art und Weise. New York, ja. Natürliches Deodorant, 2-in-1 Schutz, cool Mint. Zum einen bin ich nicht so der Minz-Fan, was natürlich schon kühlend auf die Haut wirken kann. Aber das ist ein Pöttchen, ne? Ja, mit festem Produkt, da muss man mit der Hand reingehen. Das ist nicht so meine Welt. Nee. Und ist das noch gut? Doch. Das ist wahrscheinlich einfach nur durch die Sonne so ein bisschen denaturiert, sagt man ja so gerne zu so einer veränderten Geschichte, weil das ist ja Naturkosmetik. Das riecht wie Zahnpasta, okay.
Ja, okay, aber ich werde es nicht verwenden, ne? Bio-Kokosöl, vegan, ohne Alkohol, genau, wegen dem Kokosöl ist es dann wahrscheinlich auch fest und wenn es wärmer wird, dann wird es ein bisschen flüssiger. Natürliches Deodorant und Antitranspirant, also dass du wirklich nicht schwitzen sollst. Cellular Repair, dann haben wir hier Reduces Eye Bags and Circles, oh, also quasi Tränensäcke und Augenringe. Repairs Damaged Skin, Cosmos Natural zertifiziert mit Hyaluronsäure. Präbiotischen Fermenten, also irgendwas ist hier mit fermentierten Geschichten gerade ganz angesagt. Und Seaweed Capsules. Hä? 2 Milliliter? Sind das Ampullen? DHY-Vana. Divana vielleicht, ne? Ja, ich glaube. Day and Night verwenden. Das sind 2 Ampullen hier drin. Ach, das, aber Augenampullen, ne? Das heißt, du hast da wirklich lange was von. Da hätte ich schöner gefunden, wenn das in einem anderen Verpackungsgedönsen gekommen wäre, weil du brauchst davon nicht viel. Ne? Das ist ja nur so ein Tropfen, den du brauchst. Und das wird aber dann wahrscheinlich an der Luft nicht so lange haltbar sein. Aber ich finde es cool. Ich werde es ausprobieren. Erinnert mich auch ein bisschen an Beauty Mates, diese Augenlifting-Booster-Geschichte. Probiere ich aus. Hyaluronsäure finde ich großartig. Oder kannst du das sogar aufs ganze Gesicht auftragen? Das wäre natürlich nochmal eine andere Hausnummer. Ne? Steht jetzt hier nicht drauf. Gucken, was sagst du? Diese ultrahochkonzentrierte Hyaluronsäure-Ampulle repariert geschädigtes Zellgewebe und eignet sich auch für empfindliche Haut und dunkle Augenringe. Die Kombination aus Reishi-Vitalpilz, Chlorella-Algen, Seetang, Traubenkernöl und Kakaobutter mit Vitamin E macht diese Ampulle zum Skin-Superfood. Morgens die halbe Ampulle sanft unter die Augen einklopfen und abends den Rest auftragen. Ja, das ist echt die Sache, ne? Du brauchst eigentlich nicht viel von. Mal gucken. Aber hier sind wir auch wieder bei Meereskosmetik, deswegen muss ich das kurz nochmal einwerfen. Ich habe mit Dalton eine Kooperationstasche rausgebracht, da verlinke ich euch das Unboxing mal im i. Bekommt ihr jetzt aktuell bei Dalton und ich habe auch diese Woche bis zum 18. Juni den Code BEAUTYCLAUDY. Da bekommt ihr 20% Rabatt auf alles. Mega geil, schaut da gerne mal vorbei. Was habe ich jetzt hier? Himbeerdressing. Ach, das ist schön. Gewürzzubereitung für Salatdressing. Wir haben auch immer irgendwie ein so ein Foodprodukt mit dabei. Süß und fruchtig. 2 Stück sind hier mit dabei. 2x5 Gramm. Oder sogar 3. Das finde ich schön. Beutelinhalt mit 3 Esslöffel Wasser, 3 Esslöffel Öl und 1 Esslöffel Balsamico-Essig verrühren. Das ist toll. Ich habe Salatdressing hier. Das finde ich wirklich gut. Kann ich also wirklich gut gebrauchen. Schön. Ja, nimmt man mit. Ist halt auch preislich aufgeführt, glaube ich. Ja, mit 1,79. 1, 2, 3, 4, 5 Produkte. War es das schon? Nee, hier ist noch eins. Das hat sich ein bisschen versteckt. In einem hübschen Säckchen eingepackt. Ist bestimmt irgendwie eine feste Seife oder sowas. Ja. Kommt ein Duft. Lemongrass. Ja, das ist einfach eine Karité-Butter und Öl. Vegetal. Seife, genau, das sieht so aus. Ich bin jetzt kein Fan von zitrischen Düften, aber ich weiß, dass zum Beispiel meine Freundin Sandra darauf steigen wird. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ja, ist wie gesagt nicht ganz so meine Welt, aber ich denke, dass sich andere darüber freuen werden. Kannst du bestimmt für die Hände verwenden, für den Körper verwenden. Schön, ja, so. Jetzt haben wir unsere Produkte. Haben die jetzt super viel mit Sommer zu tun? Deo passt in Sommer. Zitrische Düfte eigentlich auch irgendwie zur Erfrischung, sage ich jetzt mal. Ne? Reinigungsfluid passt auch in den Sommer, weil wegen Sonnenschutz runterwaschen. Hydratisierung für die Haut passt auch in den Sommer. Meiner Meinung nach aber jetzt nicht unbedingt der Ingwerduft. Himbeerdressing passt definitiv in den Sommer, ist die Salatzeit schlechthin. Tränensäcke und geschwollene Augen und dunkle Schatten. Ja, vielleicht wegen durchzechten Nächten, ne? Das kann man vielleicht so sehen, aber ansonsten ist die Box ganz gut gefüllt. Also ich persönlich finde, dass es ein schöner Inhalt ist. Ich hätte mich über dekorative Kosmetik natürlich auch noch ein bisschen mehr gefreut, aber ich finde den Inhalt gut, auch wenn ich den jetzt nicht unbedingt komplett im Sommer verwenden würde und das Deo halt leider weitergehen wird. Aber schreibt mir auch gerne mal bei mir hier unter dem Video, wow, mein Gehirn ist echt Matsche, wie ihr den Boxeninhalt dieses Mal so fandet. Ihr Lieben, das wär's dir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!